Haben wir uns nicht schon einmal über das Wort unnatürlich unterhalten? Für mich ist es der Ausdruck menschlichen Größenwahns, der sich selber als Herrn der Natur empfinden möchte. Man teilt die Welt in zwei Teile. Was dem Menschen jeweilig passt, ist ihm natürlich, was ihm zuwider ist, nennt er unnatürlich. Haben Sie schon einmal irgendetwas gesehen, was außerhalb der Natur liegt? Denn das bedeutet das Wort unnatürlich. Ich und die Natur, so denkt der Mensch, und es wird ihm bei dieser angemaßten Gottähnlichkeit nicht einmal bange. Nein, liebe Spötterin, was ist, ist natürlich, wenn es Ihnen auch noch so regelwidrig vorkommt, noch so sehr gegen die Naturgesetze verstößt. Diese Naturgesetze sind Schöpfungen des Menschen, das sollte man nicht vergessen. Und wenn etwas nicht damit übereinstimmt, so ist das der Beweis, dass das Naturgesetz falsch ist. Streichen Sie die Bezeichnung unnatürlich aus Ihren Sprachgewohnheiten. Sie werden dann eine Dummheit weniger sagen. Das Buch vom Es von Georg Grodek.